So, meine verehrten Zuschauer, da sind wir auch wieder zurück. Heute wird das Pendant gekauft. Punkt. Ach, ich habe die Türen offen gelassen. Fällt mir gerade ein. Look like a storm. Okay, also Storm ist morgen auch. Fortune, wie sieht's heute aus? Ah, someone annoyed. Die Fledermaus. Luck will not be on your side. Okay, alles klar. Also habe ich auch kein Glück, den Typ zu kriegen. Doch, doch, doch. Das hat damit hoffentlich nichts zu tun. Diesen, ja, wie heißt der eigentlich? Oh, was geht hier ab? Achtung. This item was collecting dust in the tool shed. I figured you might be able to use it, Kent. Ja, danke schön. Ich brauche immer Batterien. Vielen Dank, Kent. So, hier haben wir nochmal die restlichen Iridiumbarren gemacht. Und jetzt, 1, 2, 3, 4. Jetzt kann es sein, dass ich nicht mehr genug Geld habe. Ja, Mist, ich muss Sachen verkaufen. Ah. Oh, Blitzeinschlag. Irgendwas kaputt gegangen? Hoffentlich, ne? Pass auf, ich würde mal sagen, wir können mal einen riesen Verkauf abschließen. Oh, warte mal, die Batterien behalte ich. Halt, 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 halt. Great Totem kann auch mal hier rein. Für andere Zwecke. Wieso habe ich Bean Hot Pot hier drin? Verkauf's mal, komm. Sweet Jamberry. Lobster nehme ich jetzt mal mit für den Ding, komm. Da will ich jetzt mal einen dabei haben. Was haben wir denn noch Schönes hier? Nö. Oh, 23 Batterien, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, ha? Ja, aber ich brauche ja noch die Sprinkler und alles. Noch viel vor. Hab ja doch noch mehr vor, als ich denke. Wild Honey, okay, so. Tulpen Honey weg, Summer Spring, den brauche ich nicht. Jelly weg, Poppy Honey. Mayonnaise brauche ich noch. Grape Jelly weg. Goat Cheese. Weiß ich nicht, ob es für ein Rezept ist. Lass mal ein paar hier. Oh, 5 weg. Goat Cheese Gold brauche ich nicht. Duck Mayonnaise. Machen wir mal bis auf 5 alle weg. Genau. Ich weiß, andersherum wäre es einfacher. Ja, ich bin manchmal. Ne, ich mach das, was kann. Dass ich ewig drauf drücke. So, hau den Billig Cheese weg. Ich habe es eigentlich mit den goldenen Sachen gehabt. Lass doch die goldenen hier. Ach komm, egal. Wir können auch so viel machen mit Sicherheit. Weg. Trüffelöl bleibt. Salmonberry Wine. Alles bis auf 2 für den Ding. Der Dicke könnte ich vielleicht sogar im Inventar lassen, dem gleich mal mitbringen, dem Arzt. Pickled Pumpkin. Weg. 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 Pumpkin Juice weg. Blackberry Jelly weg. Ancient Fruit Wine. Oh ja, weg. Brot weg. Hot Pepper weg. Strawberry Jelly weg. Fisch weg. Cloth. Das war das von vorhin und haben wir da übrig gelassen. Genau. Also, passt. Jetzt mal bitte alles hier rein. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Ausbeute gibt. Weg, 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 weg. Weg, ja, ich habe ja noch genug. Passt, 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 passt. Das gibt eine reiche Ausbeute. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches verkauft. Nee. So, zeig mal her. Ja. Dann gib mir mal den Wein noch mit. Den gebe ich dann gleich meinem Arzt. Und lass mich mal schauen. Ja, erstmal pflücken. Oh, hier ist noch ein schönes Ancient Fruit. Sehr geil. Dann gibt es noch ein paar Tomaten. Jetzt habe ich die Skiz hab ich dabei. Ja. Alles cool. So, es wird auch nichts mehr Neues gepflanzt heute. Das lohnt sich nämlich nicht mehr. Hier fehlt ein Stein. Ganz Zeug hier weg, ja. Dann mal gucken, ob ich davon noch was verkaufe. Oh ja, und Blaubeeren, sehr schön. Ich hoffe, die kommen nochmal bis zum 28. Nee. Ich bin echt am Überlegen, ob diese Büsche nicht eventuell interessanter wären, wenn ich noch den Speed Fertilizer da drunter haue. Muss schon mal schauen, was ich alles brauche für den Speed Fertilizer. Ich glaube, ich brauche die Clam, kann das sein? Hopfen, Hopfen, Hopfen. Jeden Tag Hopfen. Das ist geil. Da brauchst du auf jeden Fall keinen Speed Fertilizer mit jeden Tag sowieso hier gegrown. Nachwachsen. Und eine zweite Tür wäre auch nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich jedes Mal von der Farm aus hier rausgehen. Ey, das mache ich jetzt mal. Komm. Ich habe kein Holz dabei. Ist aber kein Problem. Dann könnte ich theoretisch... Ne, die zwei Türen will ich lassen. Ich habe noch eine, siehst du? Die kommt jetzt da unten hin. So, genau. Machen wir mal hier ein bisschen Optimierung. Oh, machen wir hier zu. Am nächsten Tag wird es ja auch regnen. Dementsprechend brauchen wir das nicht hier. Genau. Ja, ich könnte mein Pferd benutzen. Ja, ich weiß. Ich mach's aber nicht. Zack. Oh, das sieht doof aus. Ja, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Okay, die doofe Tür.
14. Oh, das ist sogar diesmal eins mehr, als ich brauche. Werden die immer ergiebiger? Hm? Wäre natürlich geil, ne? Also wenn die nach und nach... Ich liebe ja es, wenn irgendwas levelt, ja? Deswegen mag ich Spiele, wo man levelt, wo man dann irgendwelche Punkte vergeben kann, wenn man aufgestiegen ist. Oder irgendwelche neuen Eigenschaften wählen kann. Ja, also gerade hier ist es ja auch der Fall gewesen, ne? Wo war es denn? Hier, genau, ne? Also dieses... Das finde ich geil. Gut, ich konnte jetzt keine Punkte vergeben, aber man hat zumindest mal gelevelt. Hier fehlen übrigens noch. Also mindestens eins fehlt noch. Weiß nicht, ob das Ding sowieso voll werden soll, aber... Hier fehlt noch ein Teil. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. So, können wir da mal hier rein? Ja, packen wir mal hier rein. Dann haben wir das Zeugvieh hier. Ansonsten nichts. Das ist alles, was ich gesammelt habe. Zwei, drei verschiedene Sachen. Okay, sehe ich schon. Also das mit dem Fisch wird sicher... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wegen dem Fertilizer. Und zwar der Speed Grow. Der braucht Clam. Na, Clam sind nicht so häufig. Ich glaube, ich Idiot, habe da auch sau viel verkauft. Ja. Speed Grow, Deluxe Speed Grow. Oh, halt. Korallen. Ah. Korallen könnte ich wieder ein paar mehr haben als Clams, glaube ich. Weiß nicht. Nee, Korallen waren auch so teuer. Nur mal kurz schauen, nochmal im Bestand. Der Speed Grow ist doch sehr selten. Zeig mal. Oh ja. 36, 40, 42. Das wäre doch für die Büsche zumindest, wäre doch optimal. 42, dann könnte ich aus den Clams, könnte ich noch die anderen Fertilizer machen. Das passt doch. Komm, dann machen wir das doch mal schnell. Speed Grow Fertilizer, auf geht's. Was brauche ich dafür alles? Und Oak Resin, ja, das haben wir sowieso massig, glaube ich. Ja, locker, ach Gott, locker, guck dir das mal an. Oh, erstmal die Sachen loswerden. Dass wir Platz kriegen. Die 51 packe ich auch noch weg. Beziehungsweise, mach mal, ja, warte, warte, warte. Ich habe gerade verschiedene Sachen im Kopf. Jetzt aber erstmal... Voll der Gedanken, die er war. Die Hops, Hops, Hops. Und weißt du was? Die billigen verkaufen wir jetzt. Da haben wir nämlich so massig jetzt aktuell. Ich habe total irgendwie das verpeilt. Und habe ich sag jetzt mal die billig. Ich sag immer billig dazu, wenn es kein Silber und Gold ist. Die Billigsachen habe ich immer verkauft oder so, obwohl ich gar nicht so viel Silber und Gold habe. Statt dass ich Samen draus mache. Ich habe jetzt zum Beispiel aus den. Was war's denn? Also irgendwas habe ich eben Samen gemacht im Offscreen noch. Also die Erdbeeren, genau. Ne? Bevor ich die Erdbeeren da verkaufe, die billige Erdbeeren, habe ich mir lieber Samen draus gemacht. So, da wollte ich keine Samen draus machen, aber da. Genau, nett essen. Menschenskinder. So. Ich habe doch Tomaten im Inventar. Die kommen auch noch da hoch. Und du bist Fruit, gell? Dann kommst du hier dazu. Oh ja, die müssen wir auch mal verarbeiten. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was die Dinger bringen. Hey, 2 silberne, 6 goldene. Ist schon eine gute Ausbeute bis jetzt. Ja, ich habe da auch relativ gut Glück gehabt, dass ich so viele Ancient Fruits gefunden habe. Solche Ancient Seeds, Entschuldigung. So, das war für den Typ das... was ist ein Beanbot? Den verkaufe ich. Das ist für den Arzt. Da will ich das draus machen. Und die Hops kommen auch noch weg. Nee, die werden verkauft, genau. Pass auf, dann machen wir das mal schnell. Dass es nicht vergesse. Bis dahin ist der Krempel auch fertig. Also du weg und du weg. Genau. Jo. So, dann. Ach, jetzt haben wir. Ja, okay, nee, alles gut. 14 langt erstmal. Plant diesen Summer. Summer ist hier. Passt. Ah ja, ich habe ja einen. Ach Gott, nee, brauchst du keine. Kannst du keine Samenpäckchen verkaufen mittlerweile. 62 ist auch ein bisschen viel. Ja, mal gucken. Ich will mal meine Farm da unten auch noch ein bisschen ausbauen dann für das nächste Jahr. Ja, Nummer 4, ey, Leute. Jetzt will ich den Fertilizer machen, genau. Nee, wo war denn jetzt? Die Korallen sind da oben. Ich Idiot. Nee, ach, dreh ich, mach ich um. Also, wir machen jetzt 4, 6, 10. 4, 6, 10. So, da bleiben am Ende 2 übrig. Also, machen wir es so. Genau. Wenn mal irgendjemand eine Koralle braucht, da kriegt er die. Dann machen wir von dem normalen Speed Grow, machen wir auch noch... Das ist eine komische Zahl, das geht ja nicht bei den Feldern auf. 8, ja gut, ich habe auch teilweise verschiedene Felder. Ne, kommt, das langt erstmal. Wenn ich jetzt das als Speed Grow für die Bücher habe, das langt. Speed Grow brauche ich ja sonst nicht. Höchstens für die Melonen, für die Pumpkins könnte ich es benutzen. Genau, das wäre eine Idee. Na komm, jetzt gucken wir erstmal, was wir rauskriegen. Ach, das gibt immer 5. Ja, das ist ja natürlich, natürlich. Das ist ja. Warum geht das denn beim Quality Fertilizer? Da brauche ich immer 2 Seppen, einen Fisch für 1.
Und hierfür. Ja, gut. Ach, das ist ja gechillt. Also, das ist ja. Na, also Gott. Zwei. Ja, das ist schon übel. Okay. Ist jetzt geil. Nehmen wir, komm, nehmen wir den Milchpott mit. Ich vergesse immer meine Viecher dazu zu stellen. Alles. Apropos, auch mal ein bisschen lieb haben. Hier, hallo, hallo, Häschen. Wie sieht's denn jetzt aus? Oh, das gibt's nicht. Mensch. So, alle mal lieb haben kurz. Ich will zu Pierre wegen Böden schauen und Hintergrund. Ich will auf jeden Fall an den Strand, das darf ich nicht vergessen, ey, vor lauter, lauter. So, jetzt aber erstmal farmen. Erstmal farmen. Es ist noch früh am Morgen. Früh am Morgen. Erstmal um die Farm. Erstmal alle lieb haben. Nee, nicht essen. Was kann man das essen? Was kann man essen? Okay. So, jetzt melken. Einmal. Zweimal. Dann du. Siehst, jetzt kann ich die Schere wieder mitnehmen können. Das habe ich wieder vergessen. Aha, okay. In Freiheit geht es dann irgendwann nicht an. Nee, das kann nichts werden. Du kannst dich nicht vor die Kuh stellen, mit dem Gesicht weg von der Kuh. Und hoffen, dass du die dadurch melken kannst. Komm, ihr habt alle Milch. Ich habe euch, glaube ich, 3 Tage nicht gemolken. Also bitte. Stellt euch nicht an. Also es scheint auch keine Rolle zu spielen, ob es offen oder zu ist. Spielt es jetzt eine Rolle oder nicht? Ey, ich bin jetzt echt überfragt. Aber warum sollte es man dann offen zumachen lassen können? Ach so, damit man sie drin lässt. Nach dem Motto, ja, genau, erstmal wieder Gras anpflanzen. Oh ja, wenn ich zu Pierre gehe, Gras mitnehmen, ey. Mal wieder ein bisschen Gras überall verteilen. So, du kommst hoch, du kommst hoch, du kommst hoch. Speed Fertilizer brauche ich jetzt nicht. Der kommt erstmal hier rein. Ja, ich weiß, falsche Truhe, eigentlich muss er unten rein. Aber jetzt für den Moment erstmal gut. Jetzt kommt der Bienen-Hotpot, kommt mal da rein. Das habe ich irgendwie mit der Quest mal ver. Oh, warte mal. Wieso bin ich zu Fuß unterwegs? Heieiei. Hei. Also, ich gehe zu Pierre in den Markt. Guck nach den Böden. Der Arzt kriegt seine Flasche Wein. Es gibt so viel zu tun. Ach, und die Axt. Die Axt. Ja, das mache ich jetzt. Nee, ich habe gar nicht genug Geld. Oh, voll bescheuert. Und ich habe wieder vergessen, die Tränke zu fühlen. Ey, es gibt so viel zu tun hier immer. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt. Ich habe gedacht, echt, du wirst langweilig. Nein, niemals. Oh, jetzt erstmal gucken, was es für Böden gibt. Und was wollte ich noch bei Pierre? Hey, Crispy, was geht? It's Farmer Crispy. Ja, genau. Ich bin's. So, Grass Starter wollte ich kaufen. Genau. 1, 2, 3. Machen wir hier so 20 Stück. Komm. Geld ist nicht unser Problem. Jetzt gucken wir nach den. Oh, das ist schön. Das passt zum Ofen. Aber der Ofen ist ja jetzt in der Küche. Nimm mal mit, komm. Und Florin, den haben wir ja schon. Wir nehmen trotzdem einen mit, egal. Okay, das passt. Bouquet Potato brauchen wir alles nicht. Wieso gibt's hier eine Kartoffel zu kaufen? Was ist denn das? Es gibt hier eine Kartoffel zu kaufen. Das geht mir nicht rein. Deluxe Speedcrow könnte ich auch. Ach, guck mal hier. Deluxe Speedcrow können sogar für 150 Gold. Das ist ja auch nicht wirklich viel. Also. Okay. Ja, alles cool. So. Dann, jetzt erstmal gucken, was gibt's denn questtechnisch? Irgendwas, was. I need a large mouth bass. Oh, da habe ich schon noch eine. Da weiß ich tatsächlich, dass ich nur noch eine habe. Wir nehmen die Quest an, aber die wird nichts. Da weiß ich. Oh, Demetrius macht's nur hier. The colder season is coming up, so I'm here to get my flu Vaccine? Was ist das? Vakine? Vakine? Der kriegt sein Vakine. Wo ist er, Pierre? Wo ist der? Wie heißt der eigentlich? Der Arzt. Da ist er. Hier, Flasche Wein mal wieder. It's for me, it's my favorite stuff. I'd like to read my thing. Also immer. Okidoki. Ja, das sind so einfache Sachen, die man sich merken kann. Der steht auf Wein. Der Arzt steht auf Wein. Ja, weiß nicht. Nicht logisch, aber es ist so. Oh, jetzt zum Strand. Oh mein Gott, das hätte ich auch beinahe vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme nicht durch. Auf geht's. Gucken wir mal, ob der Fuzzi da ist. Ich hoffe, dass er nicht erst abends da ist. Da ist er. Jetzt bin ich aber fällig, oder? Ach du Scheiße. Oh. Puh, ich habe jetzt echt gedacht, ich habe zu wenig Geld. Ey, das Ding kostet 10, 20.000 sonst irgendwas. Oh, warte mal, erstmal.
Ah, I can see it in your eyes. Your eyes. There be a special someone in your heart. Jawohl, da ist einer. Ein ganz spezieller in meinem Herzen. Just so happens I'm selling a mermaid's pendant. Give that to your intendant and they'll know exactly what you mean. Okay, also wenn man dieses spezielle Teil dem gibt, dann weiß man auch ganz genau, was er will. Jawohl, ach, das ist aber schön. Das ist schön. Ey, blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Das passt. Das ist doch wirklich toll. Das gefällt mir. Da freue ich mich jetzt schon, ihm das geben zu dürfen. Weil es wäre jetzt echt, wenn das irgendwie hässlich ausgesehen hätte, hätte ich schon gar keinen Spaß drauf gehabt. Aber so, wenn ich sehe, oh, das ist ein ganz tolles Teil, dann machen wir das. Oh, hier, mal, wo ist denn der, Elliot? Ich suche den Elliot. Der muss bestimmt irgendwo unterwegs sein. Wo ist der eingebildete Fatzke? Elliot. Ja, der muss ja unbedingt eingebildet sein, nur weil er einigermaßen so... Elliot, dem will ich den Lobster geben, ey. Ist doch ein Lobster, ja. Wo macht denn der Elliot rum, ey? Das sind so Sachen, ey. Elliot, ich glaube, der ist eher im Norden irgendwo, so Community Center-mäßig. Da irgendwo unterwegs. Und den Alex muss ich jetzt auch aufsuchen, logischerweise. Das ist kein Elliot. Ein Mädchen mit lila Haar ist kein Elliot. Oh, vielleicht ist Elliot hier im Laden drin. Dann kann ich mir echt vorstellen, dass er hier in so einem Laden einkaufen geht. Hi, was geht? War schon lange mal hier, gell? Ist Sean da? Jawohl, ist er. Aber Elliot ist nicht da, gell? Das ist ganz schön tot bei euch, also beim PS definitiv mehr los. Also, würde ich mir echt mal Gedanken machen, ne? Mach den Laden zu. Die Riesenketten haben keine Chance mehr. Man merkt ja auch immer mehr, dass diese Riesenläden alle immer wieder zugehen, ja? Das ist einfach too much. Wenn ich mir vorstelle, da stehst du vor so einem Regal, 20 verschiedene Sorten Butter, da denke ich mir auch, wer braucht das? Ja, wer braucht das? Ich brauche eine Butter, dann fertig aus. Meine Güte, da brauche ich vielleicht noch eine Rahmbutter und eine mildgesäuerte Butter, Punkt. Aber ich brauche keine 20 verschiedenen Sorten von 100 verschiedenen Herstellern, weiß der Geier. Ich suche den Pierre. Ja, ich finde es alles so übertrieben, ja. Aber das Problem ist, die Leute kaufen es. Komm, wir schließen uns mal zusammen. Wir kaufen alle zusammen. Nur noch die Billigbutter oder so. Naja, nee, Billigbutter ist auch scheiße. Dann unterstützen wir die Ding nicht. Die Farmer. So, wie sieht's aus? Wird ja was getroppt. Hier, da müsste jetzt mal Edelstein rausfallen. Also komm. Ich will Edelstein. Oh. Ich angel mir einen Edelstein. Ein Stone kam raus. Also anscheinend hat es auch was mit dem Glück zu tun. Ja, mein Glück ist heute nicht bei mir. Dementsprechend wird hier nicht viel rauskommen. Aber, ich gehe mal davon aus, wenn man einen super Lucky Day hat, dann droppt das Ding hier massig irgendwas. Ja, Steine, vielleicht auch wirklich Diamanten oder so Sachen. Apropos, ich muss mal wieder in die Quarry. Aber heute ist nicht mein Lucky Day. Ah, das ist immer so. Was macht man? Was macht man? Was macht man? Oben habe ich irgendwas gesehen. Nur Dekoration. Okay, dann ist es nichts. Ja, sehr komisch. Linus, was geht ab? Magst du Lobster? Stehst du auf Lobster? Du kriegst doch keinen Lobster. Der mag doch keinen Lobster. Liegt hier nicht irgendwo was rum? Doch, da ist sowas. Der mag bestimmt Grape. Komm, wir geben ihm einen Grape. Eine Grape. Linus! Hier, Grape für dich. Grape hier rein. Lobster wird irgendwie nichts. Das kommt mal hier unten rein, inventarmäßig. This is a great deal, thank you. Ja, bitteschön. You're welcome. Man weiß ja doch so langsam. Also Demetrius wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Da müsste ich echt nachgucken. Aber so ein... Der steht halt auf Essen, logischerweise. Der hat ja nicht viel zu essen. Und eine von diesen zwei Geschwistern, von den Blondinen, der Haley und die Ding... Oh, Sebastian. Für Sebastian habe ich nichts dabei. Ich glaube, Sebastian wäre so eine Julia Cola cool. Oder wer steht auf Julia Cola? Sean. Weil der dort arbeitet. Aber der kriegt ja regelmäßig Bier von mir. Im Laden. Ich suche den Elliot, Mensch. Wo ist er denn? Steht er außerhalb von seinem Haus? Nee. Ich bin nicht genug befreundet mit ihm, dass ich da rein... It's locked. Ja, ist sowieso zu spät jetzt. Also, wir haben das Pendant. Und das gibt jetzt hier Alex. Und da bin ich mal gespannt. Leute, mir steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, heiraten ist schön. Oh, wer ist das? Wer bist denn du? Ah, ne, das ist... Ah,
Clint geht hier einen saufen. Wo ist Alex? Hier kommt Alex. Da ist er. So. Oh, der Opa ist dabei. Warte mal. Oh. Ja, okay, komm. Hä? I accept! Punkt, Punkt, Punkt. I'll set everything up. We'll have the ceremony in 3 days, okay? Jawohl, alles klar. Hä? Kann ich nochmal mit dir reden? Crispy, this is the greatest thing that could have happened. Ja! I can't wait. Ja, warum dann nicht heute? Oh, oh, geh weg. Der ist bestimmt nicht begeistert. Sag mal. I can't talk right now, young man. My favorite program is on. Ja, du bist jetzt sogar vom Fernseher. Was ist denn du? Er trifft alle Vorbereitungen. 3 Tagen ist die Zeremonie. Am 28. Ach, ausgerechnet dann zu diesem Dancing Festival. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. 3 Tagen geht's los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Ich bin total aufgeregt. Scheiße. Ich bin wirklich aufgeregt. Alter. Boah, das ist, wenn dich ein Spiel so mitnimmt, jetzt mal ohne Witz, oder? Wenn dich ein Spiel, ich weiß nicht, ist das nur, weil, ich weiß nicht, nehmt euch sowas auch mit, ey? Sagt mal in die, schreibt mal in die Kommentare. Nehmt euch sowas persönlich auch mit, ey? Fangt ihr da teilweise, ich weiß, ich habe relativ viele weibliche Zuschauer. Nehmt euch sowas auch mit. I need a little warm me up to be ready for another cold night on the ocean. Ah, du kriegst einen Kaffee, komm, das probiere ich jetzt mal. Oder Pizza. Warte mal, wie heißt der Willi? Der will. Willi habe ich ja eben erst gehabt. Moment, ich guck nochmal. Willi steht auf Octopus, Catfish, Pumpkin, Sea, Cucumber. Ja, das hat er natürlich hier nicht. Ich probiere es mal mit Kaffee. Er sagt warm me up und Kaffee ist ja eigentlich zum Aufwärmen. Statt Bier. This looks great, thank you. Ja, okay, scheint da einigermaßen. Oh, mit dem bin ich schon. Oh, 10 Herzen, okay. Wollen wir keine Gedanken mehr machen. Harvey, wie sieht's denn aus? 4 von 10. Der will. Der hat ja den Wein heute schon bekommen, ne? Der will ja nichts von mir. Did you know that Emily hates Maki Roll? She finds it absolutely disgusting. I guess everyone has their hang-ups. Ja, auf jeden Fall. Wie weit bin ich eigentlich bei dir, Clint? Schade. Shane, was geht ab? Hm, this weather makes me thirsty. Soll ich noch ein Bier aus? Komm, ich gebe euch noch ein Bier aus, Leute. Aber er kriegt jetzt kein Bier, hat Kaffee gekriegt. Ich bin pleite. Wie geil. Ne, Shane kriegt ein Bier auf jeden Fall. Da weiß ich zu 100%, dass gut ankommt. Und... warte mal. Lea, wie weit bin ich bei ihr? 8. Oh ja. Maybe I should cook something new and exciting today. Something spicy. Oh, du stehst auf spicy Sachen. Mist, ich habe kein Geld. Kann ich ihm was verkaufen? Nee, kann ich nicht. Schade. Spicy? Weil die hat, der hat doch spicy Ale, ne? Mist. Hätte ich ja jetzt Spicy Ale verkaufen können, wenn die da drauf steht. Der kriegt Pam ihr Bier. Mit dir bin ich auch schon auf Level 10, oder? Ja, locker. Howdy, Kids. Staying dry? Ja, natürlich. Alles trocken, Mädel. sie steht auf spicy Sachen. Auf spicy Sachen. Okay, nee, alles cool. Verkauf haben wir jetzt getätigt. Du kriegst jetzt jeden Tag eine Flasche Wein, bis du mein bester Freund bist. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich aus? Mal kurz drüber schauen. Clint, Wizard, Marnie, Kent, Demetrius. Also die will ich auf jeden Fall mal Richtung 10 kriegen. Ist jetzt echt die Frage, ey, wenn ich verheiratet bin und ich schenke jetzt Lea einen Blumenstrauß nach dem Motto, ich bin immer Homo. wie wirkt sich das aus? Ja. Werden dir dann der eifersüchtig, der Partner? Ich habe ja die Hochzeit überhaupt noch nicht erlebt. In keinem Ding, ey. Das... Ich weiß nicht, was sich da ändert. Ich weiß, der zieht bei mir ein, aber sonst. Und dann kann man auch noch Kinder großziehen und so. Ach Gott, ich habe die Hälfte von dem Spiel noch nicht erlebt, ey. Was geht denn? So, Crest da auspflanzen. Jetzt geht's los. 10:40, wir haben noch genug Zeit. Gut. Verrückt, oder? Hier können wir überall ein bisschen Gras und ein bisschen Wild verteilen. Ich finde das eine schöne Idee. Haben die Tiere, wenn sie rauskommen, können sich frei bewegen. Haben überall ein bisschen Gras abzufuttern. Nicht zu weit verteilen. Ich weiß, die laufen nicht sehr weit, die Tiere. Hier hinten dran, da oben, das passt. Ja, ich habe das echt, also ich finde es manchmal auch nicht so schön, wenn das alles so steril, also gleichmäßig ist. Ja, hier nach dem Motto, hier ist alles voll mit Gras. Ich weiß, am Anfang habe ich den Fehler gemacht, aber ehrlich gesagt mag ich es so doch viel lieber. So zwischendrin ein bisschen verteilt, dann tun sich die Tiere auch verteilen und hocken nicht alle auf einem Fleck.
Das ist doch schön. Wenn ich das sowieso jetzt freilaufen lasse, dann passt das doch. Das ernte ich am nächsten Tag. Brauche ich jetzt nicht extra in die Truhen zu packen. Dann den Lobster lasse ich jetzt mal drin. Ich hoffe doch, dass ich den irgendwann mal finde, den Elliot. So, das mal hier rein, den Stone noch da rein. Und dann rüste ich mich schon mal aus. 5 Iridiumbarren brauche ich. Und ich mache das Iridiumband am nächsten Tag. 5. Dann brauche ich 50 davon. Dann brauche ich 50 davon. Ja, das ist natürlich blöd. Wie kann man das splitten? So nicht. So kann man splitten. Jawohl. Mit Shift Rechtsklick kannst du einen Stack splitten. Iridiumband. Ne, komm, das mache ich jetzt noch schnell. Wo ist es denn? Iridiumband, Iridium. Da ist es. Ah, ich kann es schon bauen. Das ist ja geil. Okay, Iridiumband. Bam. Und da ersetzen wir... Glow Ring brauche ich nicht, weil der glowt. Genau. Vampire, give a little health every time you slay a monster. Ja, also auf jeden Fall mit dem hier ersetzen. Und dann überlegen, ob ich den Vampire Ring noch austausche. Wo sind denn die ganzen Ringe? Wo habe ich denn den Krempel? Ich glaube, der ist hier. Ne, hier sind die Artefakte. Du bist hier eh falsch. Hier sollen nur Artefakte sein. Dann habe ich die Schwerter hier unten drin und so weiter. Ja, genau. Dann kommt das auf jeden Fall hier rein. Ich habe auch noch Chests und Trapper. Brauche aber nicht. Ringe ansonsten nur Glowring. Ja, der kann ja eigentlich verkaufen. Ne? Ja gut, wir haben ja... Ja, das passt schon. Ich könnte auch mal endlich die Slingshot benutzen. Die muss man aber ziehen und drücken und losladen und so weiter. Das war ein bisschen doof. Naja, egal. Passt schon. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Es langt auch wieder direkt von der Zeit her für eine neue Aufnahme. Ist morgen Geburtstag? Nein, diese Woche erstmal nicht mehr. Erst wieder zum Schluss. Da ist ja das Dancing Festival. Ich hole mir mal einen frischen Kaffee, Ladies and Gentlemen. Wir machen eine kleine Unterbrechung. Ich habe momentan Urlaub, ja. Also das heißt, da werden regelmäßig auf jeden Fall jetzt Folgen kommen. Ich habe ja ein paar Tage gerade nichts gehabt, ja. Also das tut mir echt leid, Leute. Manchmal geht es einfach nicht. Jo, dann mal bis gleich. Immer dieses lange Gelaber zum Schluss.